Das ist wirklich eine ganz außergewöhnliche Geschichte. Frei nach dem Motto, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Oder auch, wie die Mutter, so der Sohn. Erstmals steigt Paraschwimmerin Verena Schott bei den Berliner Meisterschaften und Jahrgangsmeisterschaften in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark gemeinsam mit ihrem Sohn Leon ins Becken. Ich glaube, dass er sich immer wieder ganz dolle freut, wenn wir hier gemeinsam schwimmen. Und wir betteln uns auch so ein bisschen, wer was schneller schwimmt. Und er freut sich natürlich immer wieder, wenn er schneller ist. Aber noch habe ich das Glück, dass ich auf den meisten Strecken schneller bin. Inspiriert zu dieser Sportart hat ihn seine Mutter Verena. Denn sie ermöglichte ihm bereits im frühen Kindesalter erste Einblicke. Ich finde es einfach nur cool, weil ich habe immer jemanden an meiner Seite, der mich anfeuert. Und falls ich mal nie so schlecht bin, sehen sie es immer noch positiv. Verena Schott wird bei den diesjährigen Meisterschaften zur fleißigsten Medaillensammlerin in der offenen Klasse. Über 50 Meter Freistil, 50 Meter Schmetterling und 100 Meter Rücken holt sie Gold. Ziel der Veranstaltung war es ja, dass wir inklusiv arbeiten. Das heißt also, dass der olympische und paralympische Bereich auch mal einen Wettkampf was gemeinsam macht. Im Training gibt es da schon jede Menge Kooperation. Und wir freuen uns natürlich da auch, wenn die, sagen wir mal, Sternchen des paralympischen Bereichs hier auch am Start sind. Die gebürtige Greifswalderin gehört zu den besten paralympischen Schwimmerinnen des Landes. Schließlich gewann sie bei den Paralympischen Sommerspielen 2012 in London eine Silbermedaille und wurde für diese Leistung mit dem Silbernen Lorbeerblatt, der höchsten sportlichen Auszeichnung in Deutschland, geehrt. Doch den größten Erfolg ihrer bisherigen Karriere feierte sie im vergangenen Jahr bei den Paralympics in Tokio. Den Bronze-Coup über 100 Meter Lagen, 100 Meter Brust und 200 Meter Rücken. Dann immer da anzuschlagen und zu sehen, dass ich es geschafft habe, wo andere an mich geglaubt haben, wo ich zwar wollte, aber ich wusste, wie stark die Konkurrenz ist. Es war einfach so tränenreich und so emotional. Die Erinnerung an gute Zeiten und die Rückkehr an einen oft besuchten Wettkampfort in der Schwimm- und Sprunghalle am Europasportpark scheint Schott zu beflügeln. Über 200 Meter Lagen sichert sich die zweifache Mutter erneut den ersten Rang und das zur Freude ihres ältesten Sohnes. Als immer meine Mama geschwommen ist, ich habe immer mit meinen Freunden gesagt, können wir mal kurz Pause machen mit Spielen? Guck mal, da läuft meine Mama, da möchte ich jetzt erstmal zugucken und sie anfeuern. Und das ist erst der Anfang gemeinsamer Wettkämpfe von Verena und Leon Schott. Schließlich fällt der Apfel nicht weit vom Stamm.